25. September 2023. Erdrutsch an der Autobahn TF5 auf Teneriffa. Am Wochenende wurde die TF5 in der Nähe von Icod de los Vinos aus Sicherheitsgründen gesperrt. Das Ereignis, das sich am 23.09.2023 ereignete, betraf ein Fahrzeug. Personen kamen keine zu Schaden. Die Bomberos, Feuerwehr, die örtliche Polizei und die Guardia Civil waren vor Ort. Bis zur Reinigung und Bewertung von Technikern für die Sicherheit wurde die Straße in Höhe der Ausfahrten TF366 und TF42 gesperrt. Der Kreisverkehr war auch von dem Vorfall betroffen, es erfolgte eine Umleitung über die TF42. Mittlerweile wurde die Straße wieder freigegeben. Hallo, wenn ihr keine Infos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und schaut mal, hier sind aktuelle Videos, klickt da auch gerne mal rein. Vielen Dank.